Willkommen, willkommen, mein Name ist Balasch und heute erzähle ich euch ein bisschen was zu den vielen Bildschirmen, die auf dem Tisch stehen, aber eigentlich nur zu einem was und jetzt legen wir auch gleich damit los. Ich habe das schon richtig erraten. Es geht hier um den 27QM880 von LG. Das schöne große Monster hier, was sogar größer ist als ich, wenn ich sitze. Aber ich habe hier einen Stammtisch. Das seht ihr auch in dem Video von mir, wo ich schön den ganzen Desktop auch anheben kann. Hier mein Tisch und dann auch wirklich wunderbar bequem arbeiten kann auf mehreren Bildschirmen. Aber es geht jetzt hier um diesen einen einzigen 27 Zoll WQHD Bildschirm mit vielen Anschlüssen, der, wie ihr sehen könnt, drehbar ist. Das ist meine Lieblingsfunktion. Der Standfuß ist super stabil aus schönen Metall, matt gehalten und man kann ihn einfach drehen, Höhen verstellen und dann haben wir hinten natürlich noch viele Anschlüsse, die wir wahrscheinlich nur einmal anschließen werden, aber wir können ja mehrere Produkte dran anschließen, wie zum Beispiel, ich habe gerade meinen LG Gram Laptop angeschlossen, 17 Zoll, wunderschönes Produkt, was nur ein USB-C Kabel braucht, man kennt es ja von Laptops auch, mittlerweile per USB-C oder Thunderbolt 3 könnt ihr den Laptop laden und den Bildschirm mit Daten bespielen und am Bildschirm hinten haben wir nicht nur zwei HDMI-Anschlüsse und ein DisplayPort, sondern auch noch zwei USB-Anschlüsse. Die zwei USB-Anschlüsse kann ich benutzen, um externe Festplatten anzuschließen, einen SD-Karten-Slot anzuschließen oder ähnliches und die können dann immer angeschlossen bleiben und wenn ich mich mit meinem Desktop oder mit meinem natürlich hier USB-C Laptop verbinde, kann ich dann alles sofort benutzen, ohne dass ich viele Kabel noch an meinen Laptop anstecken müsste. Super Funktion, freue mich, dass das hier auch schon bei 400 Euro Geräten mit drin ist und wie gerade schon gesagt, ich könnte jetzt hier, wie ich auch das Setup teilweise hier habe, einfach all meine drei Bildschirme hier am Desktop anschließen oder ich kann auch ein, zwei Bildschirme davon am Desktop und am Laptop anschließen und hin und her switchen. Wieso will man das? Hin und wieder will man einfach am Laptop arbeiten, dann genügt mir der Bildschirm oder man kann auch dann einfach unten mit dem Menü-Joystick umswitchen auf natürlich Desktop-Modus über HDMI, DisplayPort oder wie man sich da auch immer anschließen will. Das ist auch deswegen super, weil wir können vom Desktop auf unser Laptop und auch umgekehrt Daten einfach verschieben mit einer LG-Software. Die seht ihr hier kurz demonstriert von LG selber das Video. Das geht unter Mac als auch unter Windows, finde ich super. Und ihr könnt mit der LG-Software auch den Bildschirm aufteilen in verschiedene Bereiche, halbe, halbe, Viertel und so weiter, wenn ihr einfach Excel und so weitere Fenster so bearbeiten wollt, dass sie immer schön gleichmäßig aufgebaut sind oder euch natürlich auch selber dann Verhältnisse anpassen. Das geht auch hier ganz einfach mit der LG Sync-Software, aber viel mehr zu LG noch demnächst, wenn ich euch das Laptop vorstelle, den LG Gram 17 Zoll. Dazu kommt ein separates Video, denn das habe ich jetzt auf der IFA benutzt. Das benutze ich jetzt schon seit 2 Wochen auch zum Videoschneiden. Super Teil, super leicht, aber dazu dann bald mehr, denn jetzt noch ein paar abschließende Worte zum Bildschirm. So, jetzt habt ihr ein bisschen was erfahren zu dem LG 27QN880. Interessanter Name, aber wir müssen natürlich wissen, wie groß er ist und welche Serie und was er so kann. Und für 400 Euro ist er ein ziemlich schöner und guter Bildschirm. Mir hat vor allem gefallen, dass man ihn mal leicht drehen kann. Also falls ich mal nicht ein Video schneide, sondern eine Website bearbeite und einfach einen Bildschirm brauche, wo ich was Längliches, Coding zum Beispiel sehen will, dann ist das dafür super. Oder es gibt auch Seiten, die sich so auch leichter lesen lassen. Wie ihr sehen könnt, in dem Setup natürlich macht es dann auch Spaß, entsprechend so zu arbeiten. Aber ihr habt ja schon alles erfahren zu dem Ganzen. Ich habe ziemlich viel erzählt und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Und wenn ihr das Unboxing sehen wollt, dann geht auf TikTok drauf, denn ich habe auf TikTok das Unboxing hochgeladen. Da werden jetzt generell immer meine Unboxing-Videos reinkommen, damit diese YouTube-Videos immer nicht zu lang werden und nicht zu lang gezogen, vor allem mit solchen vielleicht auch nur langweiligen Inhalten. Mein Name ist Balasch. Vielen Dank, dass ihr geschaut habt. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren für viele weitere coole Videos, wie zum Beispiel, ihr werdet bald erfahren, was dieses 17 Zoll LG Monstrum kann. Das heißt LG Gram und das seht ihr beim nächsten Mal.